Willkommen zusammen zu einem neuen Landwirtschaftssimulator Singleplayer Projekt hier auf dem Kanal und zwar auf der Map Talbach. Die ist klein, aber fein, würde ich sagen, und auf der werden wir jetzt in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten, denke ich, wirtschaften, werden unseren eigenen kleinen Hof hier aufbauen und erweitern und werden uns coole Maschinen kaufen. Ich habe auch schon einen Fuhrpark zusammengestellt, den schauen wir uns gleich an. Jetzt dachte ich mir, starten wir erstmal mit dem Hof, denn das ist ganz interessant. Hier natürlich alle möglichen Hallen zum Unterstellen der Fahrzeuge, hier der Kuhstall. Ich muss mal gucken, wann wir uns Kühe leisten können oder wann es Sinn ergibt, die anzuschaffen. Das werden wir noch sehen. Dann hier natürlich auch noch diverse Lagerstätten. Und auf der anderen Seite haben wir dann da vorne noch den Hühnerstall, glaube ich. Und in diese Richtung haben wir dann noch den Schafstall. Ich denke, Schafe sind auch das, was wir uns als erstes kaufen werden in diesem Spiel. Genau, das ist also unser Hof und ich dachte mir, wir steigen direkt mal ins Auto ein, um zum Händler rüber zu fahren. Dann sehen wir nämlich schon mal ein bisschen was von der Map und dann kann ich euch beim Händler auch den Fuhrpark zeigen und mit dem werden wir dann rüberfahren zu unserem Hof. So, aber natürlich gilt auch, wenn ihr noch irgendwelche Lieblingsmods habt oder sagt, Ansgar, du musst diesen und jenen Mod unbedingt reinnehmen oder du musst diese und jene Sache ansäen oder muss diese und jene Tierart unbedingt auf deinen Hof mit reinnehmen, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Also ich möchte mich da auch sehr nach euch richten und möchte das Projekt ja auch so ein bisschen an euren Wünschen ausrichten. Natürlich nur, wenn das irgendwie passt, das ist ja klar, ne? Also wenn wir jetzt schon 100 Traktoren haben und dann will jemand noch einen weiteren Traktor, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich werde ich mich da schon an euren Wünschen orientieren und ich habe auch schon ein paar Sachen reingenommen, das zeige ich euch aber gleich. Genau, und ihr seht, also ich finde die wirklich schön gestaltet, diese Map. Muss ich wirklich sagen. Aber sie ist halt auch nicht wirklich groß, aber das finde ich für ein Singleplayer-Projekt eben sehr, sehr angenehm. So, fahren wir einmal rechts raus. Und sehen auch, wir haben auch schon ein paar Felder. Huch. Die Steuerung, also ich habe hier das Lenkrad angeschlossen, das finde ich immer ein bisschen bei den Autos ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man kommt so langsam rein. Genau, und ich habe jetzt bei den Maschinen auch nicht irgendwie so gesagt, dass ich möchte jetzt nur Oldtimer oder nur Youngtimer oder nur so DDR-Fahrzeuge oder sowas. Ich glaube, ein Ostalgie-Projekt gab es lange, vielleicht gibt es das auch noch beim Kollegen McManus. Dann Youngtimer-Projekt gibt es jetzt bei den Kollegen Garderuhl, Burning Gamers und dem Sachsen-Let's Player, also da wollte ich gar nicht so den Fokus drauf legen. Ich wollte einfach so einen bunten Mix nehmen mit dem Fokus eigentlich auf neue Maschinen. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Ich habe das auch so ein bisschen variiert, aber wie gesagt, das zeige ich euch jetzt gleich. Das war ja noch grün, genau. Hier ist dann so ein bisschen der Innenstadtbereich. Hier sind auch alle möglichen Verkaufsstellen. Und dann müssen wir jetzt nochmal da vorne abbiegen, genau. Da sehen wir auch, also hier ist der Baumarkt. Und da sehen wir auch, das ist unglaublich eng hier. Da müssen wir mal gucken. Also ich habe Courseplay auch installiert. Ich habe mich auch schon ein bisschen damit auseinandergesetzt. Aber ich muss, glaube ich, noch ein bisschen üben, bevor ich das so, sage ich mal, regulär einsetzen kann. Also so die Basics kann ich, glaube ich, jetzt. Aber da muss ich noch ein bisschen üben, bis ich das so richtig einsetzen kann. Aber es könnte hier mit den Kursen auch ein bisschen schwierig werden, weil eben viele Straßen relativ eng sind. Und nicht, dass die Kurse sich dann da irgendwie in die Quere kommen. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. So, da sind wir schon bei den Landmaschinen Müller. Und da haben wir schon unseren Fuhrpark. Ich würde sagen, ich park mal. Wo parke ich am besten? Ich park mal hier vorne. Müssen wir mal gucken. Vielleicht, wenn wir irgendwann mal ein reicher Farmer sind, dann können wir vielleicht auch unsere Karre hier austauschen gegen anderes Auto. Machen wir den Motor aus und dann steigen wir mal aus. Also, ihr seht's. Ich habe zwei Fendt-Traktoren hier mit am Start. Einmal den Fendt 500, glaube ich. Der ist relativ neu. Wurde von euch gewünscht. Da dachte ich mir, gut, den nimmst du mit rein. Habe ich auch direkt mit Frontlader ausgestattet. Das ist also unser Frontlader-Traktor quasi. Dann habe ich einen leistungsstarken oder einen sehr leistungsstarken Traktor am Start. Ne, für die Sachen, wo dann mal ein bisschen mehr Power benötigt werden. Das ist der Fendt aus der 1000er-Serie. Hier jetzt der Fendt 1038. Also der ist wirklich mit mächtig Power ausgestattet. Das ist unser stärkstes Tier auf dem Bauernhof. Ihr seht es auch, ich habe hier auch schon die Big Pack aus dem Strohbergungs-Add-on, so hieß es, mit am Start. Die
habe ich deshalb mit reingenommen, weil ich mir dachte, das passt eigentlich ganz gut, weil ja hier diese Strohbergungshalle auch mit verbaut ist. Ich glaube, es gab da ja noch einen Anhänger, ne? Vielleicht müssen wir den auch noch, oder vielleicht sollten wir den auch noch mit reinnehmen. Aber eigentlich können wir den am Anfang, können wir die Heuballen auch erstmal so vom Feld aufsammeln. Ja, mal gucken, was das kostet. Ein bisschen Geld haben wir ja noch. Schauen wir mal nachher. Genau, aber der ist auf jeden Fall mit am Start und wir werden dann auch versuchen, das Stroh weiter zu verarbeiten. Das wird sicherlich ganz cool. Hier dann noch die Horsch-Sämaschine. Eine davon ist auch gerade auf dem Feld. Das zeige ich euch auch gleich. Das ist so unsere erste Aufgabe hier heute. Und hier eben unser Fendt-Mähdrescher. Den können wir vielleicht später auch nochmal austauschen. Ich denke, da gibt es noch andere Vorlieben. Ne? Also viele von euch werden sicherlich Glasmähdrescher lieber mögen oder so. Keine Ahnung. Da können wir uns auf jeden Fall später nochmal drauf einigen. Und dann halt unser LKW. Den habe ich extra hier mit so einem Lasthaken oder wie nennt man das, ausgestattet, damit wir dann den ein bisschen multifunktional einsetzen können. Ich glaube, wir haben da ja so verschiedene Packs. Ich weiß gar nicht, wo wir die finden. Also wir haben auf jeden Fall relativ viele, ja gut, das ist jetzt falsch, aber wir haben relativ viele Container, die man hinten draufziehen kann. Also das ist jetzt so einer zum Beispiel, ne, für die Heuballen, aber oder für die Strohballen auch. Aber wir können da noch ganz andere Sachen draufziehen. Hier müssten die sein, ne? Hier zum Beispiel so ein Lagercontainer und so weiter und so fort. Also wenn wir da was brauchen, dann sind wir damit eigentlich ganz gut ausgestattet. Und ich denke, der ist auch ganz oder ist relativ flexibel. Hat hier vorne auch eine Konsole und eben hinten nochmal die Anhängerkupplung. Das ist unser Fuhrpark erstmal. Ich weiß, da fehlen noch ein paar Sachen, aber das ist beabsichtigt. Dann können wir uns die später noch dazu kaufen, je nachdem, was wir brauchen, was wir machen wollen und so weiter und so fort. Ich habe das Projekt jetzt auch nicht komplett durchgeplant, sondern ich dachte mir, wir machen das einfach so, wie es dann eben passt, wie es uns gefällt, wie eure Vorstellungen sind, wie meine Vorstellungen sind. Das bringen wir dann alles in Einklang miteinander und versuchen dann da ein cooles Projekt draus zu machen. Ich freue mich mega schon, also ich glaube, das wird sehr, sehr cool und ich werde jetzt hier mal, bin jetzt hier mal vorgezogen. Ich hoffe, ich habe Follow Me aktiviert, installiert ist es auf jeden Fall, das werden wir gleich sehen. Dann würde ich nämlich schon mal so einen kleinen Konvoi hier fertig machen. Ah, ne, es ist, glaube ich. Ist es? Mal kurz schauen, ob es jetzt aktiviert ist oder nicht. Wir müssen. Dieser Fendt hier für den kleinen Feldweg oder für diesen kleinen Weg. Das rechts ist hier, glaube ich, der Fußgänger oder der Fußweg und hier, also der Bürgersteig, so nennt man es ja, und hier links ist die Straße, aber es ist ja viel zu breit, das Gefährt hier. So, wir sind, glaube ich, von da gekommen. Ich gehe einmal kurz, ich fahre schon mal raus. Ah ja, ist aktiviert, perfekt. Perfekt. So, dann lassen wir den einmal kurz hier stehen und dann. Oh. Da können wir später sicherlich nochmal mit arbeiten. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das wagen sollen. Ach komm, wir machen es mal. Ah ne, wir machen vorher mal den LKW. Der ist ja auch schon relativ lang. So. Das ist übrigens ein sehr cooles Gefährt, wie ich finde. Aber auch den LKW können wir natürlich später mal austauschen. Oder wir können uns auch immer mal Sachen mieten. Je nachdem, was wir da so brauchen. Für den Tiertransport brauchen wir zum Beispiel einen LKW. Da weiß ich auch schon, was wir da machen. Zup. Ja? Nee? Wieso das denn nicht? Hoppala. Das war ein bisschen zu forsch reingefahren. Ah ja, okay. Aktiviert. So, und jetzt nehmen wir den noch hinten dran. Ihr seht's, ich habe es auch schon hier auf dem Schneidwerkswagen, habe ich das Schneidwerk schon installiert. Und dann werden wir uns damit auch nochmal schnell einreihen und dann werden wir im Konvoi zum Hof fahren und damit auch unseren Hof einweihen. Also die erste Folge ist jetzt noch nicht so wahnsinnig produktiv, glaube ich. Aber es geht halt vor allen Dingen darum, erstmal alle Gerätschaften rüberzubringen, die Map ein bisschen kennenzulernen, das Projekt kennenzulernen und so weiter und so fort. Und dann werden wir relativ zügig dann eben auch
Werden wir dann relativ zügig auch weitermachen. So, ich hoffe, dass die alle um die Kurve kommen. Sonst müssen wir da später nochmal korrigieren. Wir werden das sehen. Vielleicht sollte ich ein bisschen weiter in der Mitte fahren. Auch wenn wir damit... Das sieht gut aus. Der LKW kriegt es auf jeden Fall hin. Mal gucken, dass wir den Fußgänger hier nicht mitnehmen. Die Texturen von Feldern und sowas wurden hier, glaube ich, auch verändert. Ich habe auch noch einen weiteren Traktor und eine weitere Sämaschine. Die sind aber schon auf dem Feld, weil ich schon mal ein bisschen angefangen habe, damit wir schon mal ein bisschen Fortschritt auch haben, sehen können. Guck gerade noch mal kurz, weil ich ein bisschen Sorge habe, dass es nicht funktioniert mit dem Drescher. Ah ja, ja moin. War klar. Grüße. Grüße gehen raus an den Mähdrescher. Ich würde sagen, den übernehmen wir gerade nochmal schnell. Machen den mal kurz los. Hat sich da im Zaun festgefahren. Das ist natürlich nicht so super. So. Und dann hoffe ich, dass es jetzt klappt. Bin mal echt gespannt. Ich werde das auf jeden Fall weiter im Blick haben hier mit dem Mähdrescher. Aber es war, glaube ich, schon ganz gut, den ganz hinten hinzusetzen. Wenn wir den verlieren sollten, dann müssen wir halt nochmal kurz zurück, aber auf jeden Fall eine sehr effiziente Form der Fahrzeugübergabe oder Fahrzeuglieferung. So, die Kurven schön groß nehmen. Und dann hier nochmal schön, dass kein Fahrzeug hier in dem Stein fest klebt. So. Und dann einmal rausfahren hier. Oh wei, oh wei. Alle mit am Start. Oh, so, noch sieht's gut aus. Hier wird's mit dem Mähdrescher, glaube ich, nochmal relativ eng. So, jetzt fahren wir einmal alle rechts. Bloß keinen Fehler machen. Ich glaube, das habe ich jetzt schon. Da ist er, der Fehler. Ja. Das hätte man sich echt gut sparen können, diesen Fehler. Gucken. Müssen wir jetzt mal schauen, ob die alle durchkommen. Ja. Genau. Aber, Hab mir jetzt extra keine Videos irgendwie von irgendwelchen Projekten oder so von Kollegen angeguckt. Nicht, dass dann heißt, ey, alles nachgemacht und so. Ich bin mir deshalb auch gar nicht sicher, wer jetzt schon alles die Talbach gespielt hat. Ich habe sie, glaube ich, bei einem Let's Player gesehen. Ich muss mal kurz den KI-Verkehr ausschalten. Machen wir später wieder an. Aber das ist jetzt, glaube ich, etwas... Jo, war klar. Das ist, glaube ich, etwas viel des Guten, wenn wir jetzt noch KI-Verkehr mit drin haben. Das wird dann überhaupt nichts mehr. Ja. Perfekt. Ja, ich bin mir auch noch nicht sicher, inwieweit wir Cosplay dann einsetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade für die Produktion interessant wird. Und wenn wir zum Beispiel Mais häckseln für die BGA oder für unsere eigene Silage zum Verfüttern dann, da könnte das auch nochmal interessant werden. Machen wir hier unseren Konvoi. Für unseren Konvoi mal die Lichter an. Ja, aber da, wie gesagt, da möchte ich mich auch nach euch richten. Ne? Also wenn ihr sagt, ey Ansgar, mach dieses und jenes nicht oder mach dieses und jenes auf jeden Fall, dann machen wir das so. So. Dann mal rum. Sieht gut aus. Oh, 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 oh. Ach ja, das war jetzt der Helfer, ne? Der das. Oh, das wird hier auch abgerechnet. Oh, da müssen wir echt aufpassen. Ich hab's damit bisher nicht so genau. Da ist er wieder. Hoppala.
Moin. Ich muss nochmal übernehmen. Vielleicht wäre es schneller, wenn wir das einfach gleich alles gebündelt machen würden. Naja, ich mach es jetzt mal. Ah, ist es schon. Ich guck auch, also ich habe noch ein paar coole Mods im Auge. Das ist aber teilweise nicht ganz leicht, da ranzukommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da noch ein bisschen was Cooles hinbekommen. Zup. Okay. Und dann fahren wir nochmal eine Runde weiter, bis wir dann am Hof sind. Haben wir jetzt die ganze erste Folge quasi verplempert mit der Hoffahrt. So war das eigentlich nicht geplant. Ja, ich werde am Ende noch ein bisschen säen, glaube ich. Ich habe auch gedacht, ich werde hin und wieder mal vorspielen. Gerade um so ein paar Aufgaben dann eben zu überspringen, die jetzt vielleicht nicht ganz so spannend sind und die sich oft wiederholen. Die werden wir sicherlich auch mal in einer Folge machen. Aber wir, also, ich denke, uiuiui, ich denke, die werden wir eben, oder die werde ich auch manchmal offscreen machen, damit das eben nicht zu oft in der Folge passiert, ja. Sowas wie Grubbern zum Beispiel, das könnte ich mir vorstellen, werde ich dann immer mal offscreen vorspielen, damit ihr dann eben auch neue Sachen zu sehen bekommt. Und wir werden halt die Fahrzeuge auch immer mal austauschen. So, aber das habe ich ja schon gesagt. So. Dann nochmal schnell. Ah, schon wieder. Muss die Polizei kommen. Ich glaube, da müssen wir den Mähdrescher gleich auch nochmal. Der ist relativ groß hier für unseren Hof. Es wird ein bisschen schwierig, den hier einzufahren oder einzuparken. Aber es müsste eigentlich funktionieren. Ich habe es jetzt vorher nicht ausprobiert. Ist ja klar, die standen ja alle noch am Händler. Aber eigentlich müsste es funktionieren. So, dann lassen wir es einmal so. Perfekt. Okay. Ach, der ist sogar mitgekommen. Ah, perfekt. Super. Dann machen wir einmal hier wieder Follow Me raus. Und hier Follow Me raus. Und hier ebenfalls Follow Me raus. Doch, das passt. Der passt auf dem Hof. Gut. Dann parken wir die Fahrzeuge einmal ein. Gerade die Ballenpresse hier, die brauchen wir, glaube ich, so schnell nicht. Das dauert noch ein bisschen, weil wir noch gar nichts angesät haben. Also wir müssen jetzt erstmal über eine längere Durstzeit hier oder eine längere Trockenperiode quasi durchkommen, weil wir haben im Moment gar nichts angesät. Wie gesagt, ich habe gerade erst angefangen. Ich habe die Düngestufen mal auf 1 runtergestellt. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass wir das nochmal ändern. Aber ich dachte mir, machen wir jetzt erstmal so. So. Zup. Da wurde ich ja immer im Multiplayer-Projekt wurde ich ja immer ermahnt, ne? Dass ich alles auf dem Hof rumstehen lasse. So wollte ich mir jetzt hier mal abgewöhnen. Ne? Nicht so ganz geschickt. Dann nehmen wir da mal. Perfekt, perfekt. Das sieht doch gut aus. Der Frontlader ist jetzt hier natürlich auch an der Sämaschine ein bisschen fehl am Platz. Das werden wir so später nicht machen. Ich habe das jetzt nur für die Überfahrt quasi gemacht. Ich glaube, der ist ein bisschen schwach dafür. Wobei, es könnte funktionieren, aber ja, war jetzt eigentlich, hoppala, sorry, nicht so geplant. So, den Anhänger, den lasse ich aber tatsächlich mal hier relativ zentral stehen, weil den werden wir oft brauchen, den Kipper. Und dann werden wir den mal hier unterstellen. Mensch, das passt ja perfekt. Ich hoffe, dass der Mähdrescher hier auch noch reinpasst. Wobei, den können wir eigentlich auch. Den könnten wir eigentlich auch auf dem Hof lassen, ne? Mal gucken. So. Und dann unser letztes Gefährt, der Mähdrescher. Den parken wir mal hier rechts, glaube ich. Oder vielleicht. Na, vielleicht koppeln wir den
Nee, ich glaube, den parken wir hier. Auf der Seite. Hier müssen wir sowieso im Moment nicht durch, weil wir ja noch das Silo hier oder den Bunker hier haben. Und hier vorne sind auch nur die Kühe, also hier ist gar nichts, wo man durchfahren muss. Den werden wir mal hier parken. Zumindest eine Zeit lang. Gut. Und dann habe ich euch versprochen, Mensch, das wird eine XXL-Folge, aber ich habe euch versprochen, dass wir auch noch ein bisschen was Produktives machen. Das machen wir hier. Oh, jetzt schon angefangen. Das ist nicht gut. Die Zeit zurückstellen. So, genau. Ja, ein bisschen was Produktives machen. Damit werden wir dann auch sicherlich in der nächsten Folge nochmal anfangen. Ihr seht, hier ist schon ein bisschen was angekommen. Die ersten Setzlinge treiben schon aus. Mal schauen. Also, ist jetzt, denke ich, auch kein Drama. Nur die haben halt jetzt schon die erste Wachstumsstufe hinter sich, weil ich eben schon angefangen habe damit. Und ja, ich hatte die Zeitskalierung auf 5. Ist jetzt aber auch, wie gesagt, nicht so schlimm. Aber was ihr ganz schön seht, die Feldtexturen wurden hier auf der Map auf jeden Fall bearbeitet. Und genau, wir haben jetzt hier eben noch dieses Feld abzufrühstücken. Und ich glaube, also die sind alle nicht so groß, die Felder hier. Ihr seht das. Ach, das ist ja cool. Das ist sogar so ein bisschen so animiert oder ja, animiert, dass das hier sogar den Boden ja so ein bisschen aufwirbelt. Finde ich cool. Gefällt mir. Ich werde euch die Mods auch alle verlinken. Es kann sein, dass ich jetzt zum Start nicht alle super gut verlinkt habe, also nicht alle dabei habe, aber ich werde das nachholen. So. Ja. Genau. Sowas könnten wir natürlich auch später von dem Helfer machen lassen. Vielleicht lassen wir das auch mal machen, ne? Geht ja auch alles mit Cosplay. Ich habe das übrigens auch so eingestellt, dass der Cosplay-Helfer dann auch was kostet. Wir müssen mal schauen, wie unsere finanzielle Lage dann so aussieht, ne? Das machen wir mal davon abhängig. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Ja, wir werden jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen ansehen, werden dann später ernten können, glaube ich schon. Also wir müssen relativ viele Felder jetzt ansäen. Wir haben ein paar Wiesen. Genau, wir können auch Gras schon mal mähen, was wir dann vielleicht zu Grassilage weiterverarbeiten können, damit wir uns dann bald Schafe kaufen. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Mal schauen. Jedenfalls, wir haben relativ viele Felder. Also die 10 ist auf jeden Fall, die 24 ist glaube ich eine Wiese, die 23 ist glaube ich auch eine Wiese und die 3. Und die 5 machen wir und die 16 haben wir auch noch. Also ihr seht, da ist jetzt einiges zu tun. Müssen wir uns ein bisschen Gedanken machen, was wir da so alles ansäen und dann wird das schon passen. Na, kämpft ein bisschen. Ist natürlich auch ein relativ kleiner Traktor hier, aber das ist dann noch so der Massey Ferguson. So haben wir dann Fendt, Massey Ferguson und das war es im Prinzip auf dem Hof, aber ich denke auch bei den Traktoren werden wir noch ein, zwei andere dazu holen, weil ich mir vorstellen könnte, dass das später ein bisschen knapp wird, wenn wir hier diverse Helfer eingestellt haben. Genau. Ja, das soll soweit von der ersten Folge gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne nächstes Mal wieder rein. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Projekt so findet, was ihr so für Wünsche oder Vorstellungen habt. Das alles gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.